Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da. Rote Lippen sind dem siebten Himmel ja so nah. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Make-up-Video. Heute soll es um einen sehr schönen, sehr klassischen Make-up-Look gehen. Um das Ganze abzukürzen, habe ich jetzt schon meine Tagespflege aufgetragen, meine Foundation ist drauf, ein bisschen Concealer und mein Puder und meine Augenbrauen sind gemacht. Den Rest machen wir jetzt zusammen. Und zwar starte ich mit der Gesichtskontur. Da verwende ich von Dior diese kleine Palette hier. Das ist diese Backstage-Palette, die heißt, glaube ich, auch Konturpalette. Da sind verschiedene Farben drin. Ich konturiere sehr gerne mit dem Ton hier unten. Dafür nehme ich dann auch direkt einen Konturpinsel, der hier ist von Tamtam Beauty, und tippse da so rein und setze mir die Kontur an vom oberen Ende des Ohrs etwa bis runter zum Mundwinkel, aber nur so gedacht. Also ich gehe nicht wirklich runter bis zum Mundwinkel, sondern nur hier so an der Seite, um so eine leichte Kontur zu kreieren. Ich konturiere auch meine Nase sehr gerne mit dem gleichen Ton. Und zwar mache ich das eigentlich immer gleich. Ich starte oben am Ansatz und ziehe das dann hier am Nasenrücken runter. Gebe mir ein bisschen was unter die Nasenspitze, um die Nase optisch so ein bisschen zu verkürzen. Durch den dunklen Ton rechts und links wird sie optisch ein bisschen schmaler gemacht. Mein Bronzer ist heute der Butterbronzer von Physicians Formula. Das ist jetzt so der Mitteldunkelton. Es gibt den noch einen Ton dunkler, den habe ich auch. Und es gibt ihn auch noch heller. Aber ich mag den jetzt in dieser mittleren Variante im Moment ganz gerne, weil es halt nicht so super auffallend ist. Der riecht unheimlich gut. Ein bisschen Kokos, ein bisschen Ananas und das bringt so ein bisschen Sommerfeeling rein, obwohl wir hier sehr winterlich sind heute. Und es wird auch ein sehr winterlicher, klassischer Look. Ein bisschen auch hier unten lang, so ein bisschen den Hals runter mit den Resten, die da dran sind. Und dann sitzt der Bronzer auch schon. Das reicht mir für heute. Soll nämlich insgesamt eher so ein bisschen natürlich werden. Ich mache auch mit den Augen nicht ganz so viel. Es mag jetzt ein bisschen kompliziert aussehen, vielleicht ist es aber gar nicht. Und zwar nehme ich einen Kajalstift in dunkelbraun. Ich habe jetzt hier einen von Chanel. Das ist die Farbe Bruntique, so heißt die. Ist also ein sehr, sehr dunkles Braun. Und da gehe ich jetzt, ich habe jetzt auf den Augenlidern nur so ein kleines bisschen Concealer gegeben. Und da gehe ich jetzt einfach her und gehe so ab der Mitte ungefähr, ganz nah an die Wimpernhärchen dran. Und strichel das so ein bisschen nach außen. Ich gehe also gar nicht in den Innenwinkel rein, sondern ich mache das so in etwa ab der Mitte und ziehe es nach außen. Das muss man so ein bisschen variieren, je nach Augenform. Ich gehe immer gerne außen noch so ein bisschen höher und mache es hier außen ein bisschen dicker. Und so sieht das dann aus. Das ist ja so ein bisschen wie ein Eyeliner, aber halt mit einem Kajal. Das sieht dann insgesamt ein bisschen weicher aus. Und ich weiß aber, dass ein Kajal definitiv länger hält, als jetzt nur Lidschatten zu verwenden. Der kommt jetzt gleich auch noch und der kommt sogar etwas darüber. Aber durch den Kajal hält es eben einfach länger. Den Kajal gebe ich mir auch auf die obere Wasserlinie. Einfach um den Wimpernansatz hier oben so ein bisschen zu verdichten und insgesamt dunkel zu machen, damit da nichts Helles, also keine Haut mehr, durchblitzt. An dem Kajalstift ist hinten dran so ein Pferdefüßchen. Das ist einfach so ein kleines Gummiding. Damit gehe ich her und verblende diesen Kajal nochmal so ein bisschen nach oben, dass er insgesamt weicher aussieht. Aber das mache ich nur so ein bisschen. Nicht, dass er so hart dahin gemalt ist, sondern dass er dann durch dieses Pferdefüßchen schon mal so ein bisschen verblendet ist. Und ich ziehe das auch so nach oben. So sieht das jetzt aus. Und jetzt kommt Lidschatten ins Spiel. Der Lidschatten wird heute auch recht einfach gehalten. Hier verwende ich jetzt eine Lidschattenpalette von Urban Decay. Das ist die Naked Basic Palette. So sehen die Farben aus, also sehr natürlich gehalten. Und ich starte jetzt erstmal mit einem helleren Ton, diesen hier, und gebe mir den von innen auf das bewegliche Augenlid. Jetzt nehme ich den gleichen Pinsel und gehe in den etwas dunkleren Ton hinein. Den werde ich mir jetzt in die Lidfalte geben und hier außen so ein bisschen nach oben flippen. Also, dass man nicht so unten landet, sondern dass man das so ein bisschen nach oben auslaufen lässt. Der Pinsel ist übrigens von Miriam Jaks, die Nummer 7. Jetzt wähle ich einen schmaleren Pinsel. Das ist so ein Pencil Brush.
ist sehr, sehr spitz vorne, aber auch so ein bisschen kann man damit verblenden. Der ist also nicht so ganz stramm gebunden. Und damit gehe ich in diesen dunklen braunen Ton hier hinein. Wirklich nur mit der Spitze nehme ich ein bisschen Farbe auf, so ungefähr. Und tupfe jetzt genau über die Stelle, wo ich den Kajalstift aufgetragen habe, um ihn damit zu fixieren und gleichzeitig auch, um das Ganze so ein bisschen weich zu verblenden. Und den gleichen Ton verwende ich auch wieder nur mit der Spitze am unteren Wimpernkranz. Mit einem frischen Pinsel, also so ein frischer Pencil Brush hier, gehe ich jetzt in den hellsten Ton der Palette und setze mir diesen Ton in den Innenwinkel und ziehe das auch so ein bisschen ins Auge rein. So in etwa. Das hält dann hier den Innenwinkel nochmal so schön auf. Und den gleichen Ton, dann nehme ich nochmal ein bisschen was auf, gebe ich mir auch unter die Augenbraue, damit er sich hier wiederfindet. Dann sieht das alles so ein bisschen harmonischer aus. Irgendwas stört mich noch. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber ich gehe jetzt nochmal in diesen abgedämpften Ton und vermische diese beiden Farben hier miteinander. Und gehe nochmal hier so drüber. Ich glaube, das war mir nicht genug. Und es sieht direkt besser aus, finde ich. Ja, so ist es perfekt. So gefällt es mir. Jetzt fehlt nur noch ein bisschen Wimperntusche. Die gebe ich mir mal eben auf. Am besten die Lieblingswimperntusche nehmen. Ich habe jetzt hier eine von MAC. Das ist die Extended Play Giga Black. Die macht die perfekten Wimpern zu diesem Look hier. Die fächert die nämlich so schön auf. Also es ist dann nicht ganz so dramatisch, wie ich es sonst habe, sondern eher so hochgebogen und aufgefächert. Seht ihr, wie schön sie die Wimpern macht? Das ist einfach so schön verlängert und nach oben gebogen. Und durch diesen hellen Lidschatten sieht man auch die Wimpern ganz deutlich. Und ich finde den Look jetzt schon sehr schön. Man kann jetzt theoretisch jede Lippenfarbe dazu kombinieren. Ich habe ja auf Blush verzichtet. Also ich habe mich jetzt nicht auf eine bestimmte Blushfarbe, Aprikot, Pink, Rosenholz oder sowas festgelegt. Ich habe jetzt wirklich nur Bronzer drauf. Ich kann das gleich noch ein bisschen ergänzen durch ein bisschen Highlighter. Aber jetzt kommt erstmal die rote Lippe. Und dafür habe ich mir einen Lippenstift ausgesucht von L'Oréal Paris, die Nummer 347. Das ist ein Color Riche Lipstick. Der hat diese Farbe hier. Und er sieht einfach so toll aus, weil das so das perfekte Rot ist für mich. So einen kleinen Hauch geht es ins Dunkle, aber nicht zu sehr. Es ist nicht zu orangig und doch sehe ich ein Orange leicht da drin. Aber hauptsächlich ist er eher bläulich, sodass er die Zähne auch nicht gelb erscheinen lässt, sondern eher weiß erstrahlen. Und das ist der perfekte Rotton. Jetzt habe ich hier zwei Lip Liner noch von MAC. Weiß noch nicht genau, welcher dazu am besten passt. Das ist einmal Cherry. Den male ich jetzt mal dahin. Oh, ich glaube, der passt schon sehr, sehr gut. Der ist so ein müheller, würde ich sagen. Und dann habe ich noch Ruby Woo. Ist übrigens auch ein schöner Lippenstift. Den habe ich auch da. Ich glaube, der passt besser. Oder? Nee. Ich glaube, Cherry passt besser dazu. Dieser hier. Ja, ich glaube, ich nehme Cherry. Und da muss ich sehr, sehr ordentlich arbeiten. Dabei kann ich immer unheimlich schlecht sprechen gleichzeitig. Deswegen mache ich das jetzt mal eben. Ich unterlege euch das ein bisschen mit Musik. Ganz kurz. So, die Kontur sitzt. Das sieht immer so schön bescheuert aus, wenn nur die Kontur drauf ist. Und jetzt kommt der Lippenstift zum Einsatz. Damit jetzt nichts abfärbt an die Zähne, und das tut es hier schon so ein bisschen, mache ich immer das Gleiche, obwohl es bescheuert aussieht. Ich weiß das. Aber es hilft, wenn man dunklen Lippenstift trägt. Ich stecke mir den Finger in den Mund und mache so. Und alles, was überflüssig ist, bleibt an meinem Finger hängen. Und dann nehme ich ein Kosmetiktuch oder Taschentuch und mache einmal so. Und nehme damit überschüssiges Produkt quasi ab. Es gibt noch Tricks. Ich mache das jetzt nochmal auf die ganze Lippe so. Es gibt noch Tricks, wollte ich gerade sagen, wie man das Ganze noch länger haltbarer bzw. auch noch matter erscheinen lassen kann. Da braucht man sich einfach nur so ein dünnes Blättchen abziehen von einem Kosmetiktuch, das so über die Lippen legen und so ein bisschen mit so einem kleinen Pinsel und mit losen Puder einfach so auftippen und so drüber stäuben über das Tuch. Wenn man das Tuch dann abnimmt,
dann hat man so ganz feine, mikrofeine Partikel quasi auf den Lippenstift gegeben und das Ganze hält noch länger. Ich mache das am liebsten so, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, und wenn mir das dann noch nicht 100% gefällt, gehe ich noch mal ein bisschen mit dem Lippenstift drüber und habe jetzt sozusagen noch meine zweite deckendere Schicht aufgegeben, und da gehe ich nur noch ganz leicht her und mache das einmal. So, jetzt habe ich den Überschuss wieder abgenommen. Und die perfekte rote Lippe ist da. Ich mag jetzt den Look total gerne, weil er auch nicht aufwendig ist. Es ist eben schnell geschminkt mit den Produkten, die ihr zu Hause habt. Lieblingsfoundation, Lieblingspuder, das, was ihr immer macht, womit ihr euch wohlfühlt. Ein bisschen Contour oder auch nur Bronzer oder beides, so wie ich das heute gemacht habe. Nach Bedarf, nach Geschmack, ein bisschen Blush vielleicht noch auftragen. Ich verzichte da heute drauf. Ein bisschen Highlighter. Seht ihr, Highlighter wollte ich noch auftragen. Da habe ich hier gerade von Hourglass die Ambient Lightning Palette. Die nehme ich jetzt einfach dafür. Gehe so ein bisschen in diese zwei Farben hier rein. Trage mir etwas davon auf den höchsten Punkt meiner Wange auf. Das bringt jetzt noch mal so ein bisschen Glow und Glanz ins Gesicht. Und jetzt, finde ich, ist der Look perfekt. Ja, das war mein heutiger Look. Mir gefällt es sehr gut. Ich habe meine Haare heute nur so ein bisschen eingekordelt, zurückgenommen. Das gefällt mir immer sehr gut, wenn ich eine dunklere oder rote Lippe trage. Wenn die Haare dann offen sind, dann bleiben sie schon mal hängen an den geschminkten Lippen. Ihr wisst, was ich meine, so einzelne Haare und so, ne? Das will ja kein Mensch. Und ja, ich habe heute so ein schulterfreies Teil an, das rutscht aber immer hoch, deswegen trage ich das eigentlich nur auf einer Seite. Es ist halt so ein Pulli und weiß, ist immer sehr anfällig, aber ich fand das jetzt für den Look hier super schön. Und ja, den Lippenstift muss ich natürlich über den Tag ein bisschen nachtragen, immer mal wieder, vor allen Dingen nach dem Trinken, nach dem Essen. Das ist ja jetzt keine Lip Cream, die die Lippen besonders stark austrocknet oder sowas, sondern ein ganz normaler Lippenstift, der auch gleichzeitig so ein bisschen pflegend ist. Trotzdem habe ich gestern Abend ein Lippenpeeling verwendet, um die Lippen schon mal vorzubereiten, schön glatt zu machen. Und heute Morgen habe ich auch Lippenpflege aufgetragen, damit die Lippen schon mal gut mit Feuchtigkeit versorgt sind. Über Nacht natürlich auch, heute Morgen dann nochmal. Dann hält die Lippenfarbe natürlich auf einem glatten Untergrund auch sehr gut und sieht natürlich schön aus. Wenn man jetzt da Risse drin hat oder trockene Lippen, dann sollte man erstmal 2-3 Tage auf die rote Lippe verzichten und erstmal so ein bisschen pflegen und glatt machen mit Peeling und so weiter, damit das eben auch wirklich gut aussieht. Und dann kann man das ganz locker mal einen ganzen Tag tragen oder auch einen ganzen Abend. Und am nächsten Tag, wenn ich die Farbe nicht mehr trage, mache ich das dann gerne so, dass ich so einen Pflegetag für die Lippen einlege und wirklich nur Pflege aufgebe oder Gloss immer wieder den Tag über, damit sie sich wieder so ein bisschen regenerieren kann. Das mache ich hauptsächlich bei Lip Cream. Wie gesagt, bei diesem normalen Lippenstift hier, der auch gleichzeitig noch ein bisschen pflegend ist, muss man das jetzt nicht unbedingt am nächsten Tag so einen Austag einlegen. Aber das nur so als Tipp, falls ihr etwas auftragen möchtet, was austrocknend ist, um den ganzen Tag zu halten. Ja, den stecke ich mir jetzt in meine Handtasche, nehme ihn den ganzen Tag mit, damit ich ihn immer wieder nachtupfen kann. Und ich hoffe, dieses kleine Tutorial hat euch ein bisschen gefallen. Ihr könnt damit was anfangen. Ich hoffe, der Look gefällt euch. Und dann bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi!